Yo, yo, fucking yo, Peeps, what's fucking? Na, Pappen, es ist 7:15 Uhr. Wir sind früh genug aufgestanden, um 7:05 Uhr bin ich aufgestanden. Kaffee läuft, Instagram-Post wird gerade gemacht. Dann wird der Kaffee sich reingehauen mit geil Süßstoff. Bam. Ich hoffe, es geht euch gut. Heute ist Freitag. Der 4. Mai. Heute stehen zwei Workouts an, Push und dann Legs. Mal schauen, wie es wird. Ich freue mich drauf. Heute in der Früh bei Push, Fokus auf Bankdrücken, Langhantel, Flachbank natürlich. Freue mich mega drauf. Schauen wir mal, wie lange es dauert, bis ich meine 83,5 habe, um wieder essen zu dürfen. Ich plane das heute jetzt noch nicht ein, sprich nach dem Training gehe ich zum Edeka und kaufe mir meine Lebensmittel für meinen ersten richtigen Tag Paleo-Diät. Ich freue mich drauf, 2500 Kalorien stehen an, mehr, 1000 mehr als gestern, aber 6000 weniger als am Cheat Day. Genau, wie es aussieht, gibt es morgen wahrscheinlich die Food Challenge, den Cheat Day. Mal schauen, eben wie das Gewicht ausschaut, wie die Form aussieht. Genau, willkommen zum Vlog. Ich wünsche euch viel Spaß dabei und ich zeige euch natürlich alles, was ich esse, was ich kaufe. Training wird gefilmt, ein bisschen was davon. Und ja, ich nehme euch wieder mit durch meinen Tag. Die Haselnuss muss heute arbeiten. Die arbeitet genau da, wo ich auch arbeite. Ja, Leute, mehr gibt es jetzt nicht zu sagen. Ich habe gut geschlafen. Form ist schon viel, viel besser wieder geworden auf einen Tag. Genau. Das war's. Leute, wir sehen uns, wenn ich im Gym bin. Bis dann. Haut's rein. Danke fürs Einschalten und viel Spaß. Yo, Peeps, wir sind jetzt im Gym. Irgendwie bin ich ein bisschen fertig. Egal, pusht ihr dann, Leute. Wie gesagt, Flachbank, Langhantel drücken. Vollgas, 12 Sätze, Fokus. Ich werde ein paar Clips aufnehmen. Wir sehen uns nach dem Training, Leute. Wünscht mir Glück, ich gebe alles, dass die Chest richtig wächst. Geile Sau. Yo, Peeps, Push-Training ist durch. War richtig nice. Ich habe wieder Clips für euch gefilmt, natürlich. Übel geiles Training, Mann, ich schwöre. Das war so heftig geil. Jetzt fahren wir zum Edeka. Kaufen mal ein bisschen Blumenkohl und das ganze Zeug, das ich gestern im anderen Vlog gezeigt habe. Von den Paleo-Diät. Von der Paleo-Diät, genau. Und dann schauen wir mal. Beintraining steht ja noch an. Mal schauen, ob ich das schaffe. Yo, Peeps, was geht? Ich bin daheim vom Push-Training. Und zwar eingekauft habe ich beim Edeka Folgendes. Ich habe 4 Thunfischdosen gekauft für meine Paleo-Ernährung, dann 2 Gurken und ein Blumenkohl, weil sie nur noch einen hatten. Aber ich habe ja noch einen daheim, das wusste ich gar nicht. Ich habe mich gerade gewogen, 83,9 und bei 83,5 darf ich einen Cheat Day machen. Jetzt warte ich noch ein bisschen und esse mein Hühnchen und dann schaue ich, wenn ich dann 83,5 habe, dann gibt es heute vielleicht schon einen Cheat Day. Auf jeden Fall Folgendes, Push-Training. Nein, erstmal das andere. Cashewkerne werde ich nicht kaufen, weil 100 Gramm 2,50 Euro kosten, Mann. Und ich brauche jeden Tag 100 Gramm. Das heißt, es wären alle 2 Tage 5 Euro. Das wären 75 Euro im Monat nur für Cashewkerne. Ich bin ja nicht behindert, Mann. Ich bin Student. Ich werde die Cashewkerne rauslassen. Und dann werde ich mich folgendermaßen ernähren. Und zwar so. Ich habe einfach die Cashewkerne raustan, Eier reingetan und ob ich bei den Gurken bleibe oder statt der einen Gurke 500 Gramm Blumenkohl oder 500 Gramm Brokkoli reintue, weiß ich noch nicht. Das muss ich noch schauen, weil Gurken schmecken mir auch einfach nicht. Haben zwar weniger Kalorien, aber nee, da esse ich lieber ein bisschen weniger Eier und lieber ein bisschen mehr Blumenkohl oder Brokkoli. Ich glaube, dass ich auf Brokkoli gehen werde, weil 1 Kilo Blumenkohl am Tag reicht. Wahrscheinlich läuft es auf 1 Kilo Blumenkohl und 500 Gramm Brokkoli raus. Also 500 Gramm Brokkoli statt 400 Gramm Gurken und statt den 100 Gramm Cashewkerne einfach mehr Eier.
weil ich habe keinen Bock 500.000 Euro auszugeben und Gurken schmecken mir einfach nicht so. Mal schauen, wie ich das handhabe, das werde ich euch auf jeden Fall noch wissen lassen. Genau, Push-Training und zwar heute wieder meine 6x12, 6x12 Wiederholung gemacht, bis hoch auf 82,5. Dann mit 92,5 3 Reps und dann mit 102,5 3x3, das seht ihr hier. Dann habe ich noch zwei Backoff-Sätze gemacht, einmal mit 92,5, 4 Reps, seht ihr hier. Einmal mit 82,5 nochmal 8 Reps, das seht ihr hier. Geil, dann 6 Sätze Butterfly an der Maschine, 6 Sätze Dips. Habe meine 6x12 mit 15 Kilogramm Gegengewicht geschafft, deshalb nächstes Mal auf minus 10 Kilo hoch, also 5 Kilo weniger Gegengewicht. Übelst geiler Pump, wieder mega geiles Gefühl, richtig nice. Dann wieder Trizeps, beidarmig, Trizeps einarmig, insgesamt 6 Sätze. Dann 9 Sätze Seitheben, 20 Sätze Bauch und 6 Sätze Schulterdrücken. War nice, richtig geiles Training, jetzt bin ich daheim. Ich werde jetzt nicht erst mein Video machen, sondern ich werde jetzt gleich mein Essen machen. Ich werde einfach nur die Dateien rüberladen, damit ich nach dem Essen direkt mein Video bearbeiten kann. Bis zum Essen hin schaue ich, ob ich 83,5 Kilo habe. Und dann entscheide ich, ob es heute ein Cheat Day bzw. eine Food Challenge gibt, weil ich mein Gewicht ja schon erreicht habe. Auf einen Tag habe ich jetzt 4 Kilo abgenommen, von 87,3 auf 83,9, also 3,4 Kilo. Alles Wasser natürlich, weil ich eben gestern No Carb gegessen habe, richtig krank. Und ja, jetzt schauen wir mal eben. Genau, Leute, wir sehen uns auf jeden Fall beim Essen wieder. Und mehr gibt es, glaube ich, gerade gar nichts zu sagen. Eier haben wir natürlich daheim, deshalb habe ich keine gekauft. Logisch, Eier hat man immer daheim. Ja, genau, Leute, das war's. Dann würde ich sagen, wir sehen uns beim Essen. Und nach dem Essen sage ich euch dann, wie viel ich wiege, damit ihr wisst, ob ein Food Challenge oder ein Cheat Day ansteht. Bis dann. Jo Leute, Video ist oben, beziehungsweise wird gerade hochgeladen. Thumbnail fürs andere ist gemacht. Richtig nice, sind wir schon voll weit. Hühnchen und Blumenkohl ist auch in der Mikrowelle. Richtig geil, alles fertig schon. Ich freue mich aufs Essen. Deshalb habe ich ja schon gesagt, heute Paleo-Diät, erster Tag, 2500 Kalorien. Morgen gibt es die Food Challenge, weil ich leider nicht auf meine 83,5 gekommen bin, sondern auf 83,9. Heute gibt es jetzt dann Beintraining, nachdem ich gegessen habe, werde ich noch das neue Thumbnail machen. Und so um 13:45, 14:30 werde ich dann ins zweite Training fahren. Legs steht an, aber jedoch nicht das schwere Beintraining mit den 12 Sätzen Beinpresse, sondern heute nochmal das leichte, weil der Muskelkater noch zu krass da ist. Und ich ja fucking leer bin durch gestern No Carb, heute auch so gut wie keine Kohlenhydrate, 50 Gramm vielleicht. Deshalb gibt es das schwere Beintraining jetzt immer mittwochs und sonntags, weil ich da eben einen Tag davor die Food Challenge hatte und somit übelst Power habe. Genau, Montag und Freitag leichtes Beintraining, Sonntag und Mittwoch Vollgas Beintraining. Richtig geil. Das heißt, ich habe heute nochmal ein schönes Gefühl, morgen dann geil fressen und Sonntag dann richtig geil die Legs killen. Wird übelst nice, Leute. Genau, Leute, ich zeige euch dann, wenn mein Essen fertig ist und ich es esse. Wir sehen uns, bis gleich. Der Hähnchen, Blumenkohl ist drinnen, 1,5 Liter Spezi ist drinnen, Video ist oben, Thumbnail ist fertig, bam, alles fertig, bam. Jetzt ist es 13:15 Uhr, Viertelstunde noch, dann fahren wir ins Gym, Legs. Wir sehen uns dann nach dem Training, Leute. Ich filme ein paar Ausschnitte für euch. Bis dann und Servus. Fitfam, ich sag's euch, so ein verflucht geiles Beintraining, Mann. 12 Sätze, Safety Bar Squats, 12 Beincurls, 10 Waden, 6 Beinstrecker, alles bis zum Versagen, bis auf die Safety Bar Squats natürlich, weil
die erhöhe ich ja langsam. Und jetzt schaut sich das Wetter an. Jetzt wird heimgefahren und dann wird sich gesonnen, Leute. Ich sag euch dann, wenn ich daheim bin, was ich alles gemacht habe. Hab Clips gefilmt. Nice, Leute. Bis gleich. Yo, Vlog, ich bin jetzt daheim. Es ist ungefähr 10 nach 3. Jetzt wird sich gesonnt bis um 5, beziehungsweise, ja doch, bis um 5. Dann wird ein Instagram-Post rausgehauen, dass mein neues Video online ist. Dann wird mein Thunfisch, mein Ei und Gurken gegessen. Ich habe mir jetzt Gurken gekauft, heute noch. Und ja, die werde ich jetzt noch essen, bis sie weg sind. 3 Stück habe ich. Und genau, dann wird es natürlich Brokkoli geben anstatt Gurken, weil Brokkoli besser schmeckt, bisschen mehr Kalorien hat. Genau, Leute, was gibt's noch zu sagen? Beintraining. Beintraining war geil, ich habe 4 Sätze mit 72,5 gemacht, 8 Reps, das seht ihr hier. Vier Sätze mit 82,5, 7 Reps, das seht ihr hier. Vier Sätze mit 92,5, 6 Reps, das seht ihr hier. Mega nice, war natürlich nicht schwer, aber ich versuche, beziehungsweise ich tue es, unglaublich sauber, schön langsam, kontrolliert, nicht unten den Stretch-Reflex ausnutzen, sondern kurz vor knapp, also schon Ass to Grass, vollkommen Ass to Grass, aber eben den untersten Teil, dass eben meine Wade nicht auf den Beinbizeps aufliegt, den lasse ich weg, damit ich durchgehende Spannung habe, viel geiler so, hat übelst weh getan. Dann habe ich gemacht Beincurls im Stehen. Da habe ich 32,5 Kilo, 4x10 gemacht, das seht ihr hier. Dann 27,5 Kilo, 4x12, das seht ihr hier. Kilo, 4x15, das seht ihr hier. War geil. Nächstes Mal natürlich wieder um 2,5 Kilo steigern, sprich 35, 30 und 25. Dann habe ich 10 Sätze Waden gemacht, das habe ich nicht gefilmt. Erst sitzend, dann stehend, volles Gewicht, so viele Reps wie es geht. Meistens so 10 bis 15. Und dann habe ich noch 6 Sätze Beinstrecke gemacht, voller Stapel, so viel wie es geht. Im ersten Satz gingen 15, im letzten gingen 7. War richtig geil. Dann noch ein Dropset hinterher. Beine haben übelst gebrannt, Leute, genau. War richtig, richtig nice. Jetzt geht's eben sonnen, damit ich die Sonne noch ein bisschen ausnutze, weil ich schon wieder ein bisschen weißer geworden bin. Jetzt zeige ich euch vorher nur kurz die Form. Natürlich mega flach. Form ist sogar besser, als die schon mal war. Ist wieder besser geworden. Streifen in der Brust natürlich nicht, weil ich fucking flach bin. Legs. Noch voll auf Pump, übelste Streifen drinnen. Schauen echt geil aus. Arme immer noch schlecht, wie immer. Ja, Leute, jetzt wird sich gesund. Wir sehen uns dann beim Essen wieder. Ich werde das zubereiten und euch dann zeigen. Und wie es aussieht. Und nachdem, dass ich es gegessen habe, werde ich sagen, wie ich es gemacht habe. Damit ihr das wisst, Leute. Genau, bis dann, haut's rein und viel Spaß noch. Ja, Fitfam, gesund habe ich mich, jetzt gibt's Essen. Das hier nenne ich den Executor. Easy's Executor. Das sind 280 oder 260 Gramm Eier, 600 Gramm Gurke, 300 Gramm Thunfisch, dann ein bisschen scharfe Soße, dazu gibt es Spezi und Kaffee und ein bisschen Pfeffer. Eigentlich sollten es 550 Gramm Ei werden. Leider habe ich es nicht gehabt. Zum Kotzen. Und 500 Gramm Brokkoli statt Gurke. Gurken haben viel weniger Kalorien, deshalb habe ich jetzt 600 Gramm Gurke genommen. Das hat nicht einmal 50 Gramm. Das hat nicht mal 50 Kalorien. Wie verlaufe ich mir das jetzt rein, Leute? So.
So Leute, der Executor, Easy's Executor ist drinnen. Hat richtig, richtig geil geschmeckt. Und jetzt probiert es das mal aus. Das waren jetzt 300 Gramm Eier. Dann 300 Gramm Gurke innen drin im Rührei. Und 300 Gramm Thunfisch. Das habe ich für 8 Minuten in die Mikrowelle getan auf 800 Watt. Dann war es fertig. Ihr könnt es auch probieren, dass ihr 6-7 Minuten macht. Dann ist das eigentlich ganz. Es war nicht hart, es war weich, aber dann ist das Ei vielleicht noch ein bisschen flüssig, wer das lieber mag. Das nächste Mal probiere ich das gleiche mit 550 Gramm Eier, wie es eigentlich sein soll. 500 Gramm Brokkoli und 300 Gramm Thunfisch. Und dann schauen wir mal, wie lange es braucht. Ich denke, es dauert dann ungefähr 18 Minuten für eben 550 Gramm Eier, 500 Gramm Brokkoli und 300 Gramm Thunfisch. Hat richtig gut geschmeckt mit der Soße, bisschen Pfeffer, richtig geil. Da das ja jetzt mit Gurke war, die ersten 280 Gramm Gurke waren in dem Rührei drinnen und die anderen 300 Gramm, ich habe mich dann nachhinein noch entschieden, ja, die tust du auch noch drauf, habe ich dann oben drauf gelegt, war gut, weil die Gurke im Rührei drinnen war ziemlich heiß. Müsst ihr darauf achten, Leute, verbrennt euch nicht. Ich hau euch das Rezept, wenn man das so nennen kann, mal in die Description Box. Probiert es aus, es schmeckt richtig gut, hat keine Kohlenhydrate, ist ja logisch, Thunfisch, Gurke und Eier, bisschen Fett, geil Eiweiß, hat richtig gut geschmeckt, Leute. Wir sehen uns gleich wieder, haut's rein. Jo, Pieps, was geht? Wir sind jetzt bei der Haselnuss, es ist 6:45 und ich habe natürlich mein Hühnchen, mein Blumenkohl und mein Spezi und meine scharfe Soße dabei. Wollt ihr sie schon anschauen? Wollt ihr die Haselnuss schon anschauen, Schatz? Sie schläft, oder besser gesagt, sie ruht sich aus und sie schaut super Sischen an. Was auch immer das ist, kenne ich nicht. Genau, wir haben nichts mehr gemacht. Geduscht, rasiert habe ich mich und das war's eigentlich. Ja, mehr gibt's nicht zu sagen. Wir sehen uns dann wieder beim Futtern. Bis dann. Ach ja, und ich habe übelste Blähungen durch das Ei, weil ich so lange keine Eier mehr gegessen habe. Also ich glaube wirklich ein halbes Jahr lang keine Eier mehr gegessen. Also Eiklar schon, aber das Yolk, also den Eigelb. Das Eigelb habe ich ewig lang nicht gegessen und deshalb habe ich echt ein bisschen Blähungen. Aber ist ja egal. Auf jeden Fall hat es geschmeckt. Auch wenn es weniger war, als ich hätte essen dürfen, weil wir nicht mehr Eier hatten. Ich muss morgen Eier kaufen. Unbedingt. Jo, Pieps, was geht? Die Haselnuss ist. Bei mir gibt es jetzt Hühnchen und Blumenkohl, wer hätte das gedacht? Spezi und meine geile Soße mit Pfeffer. Und wir hören uns Riverdale an. Ich zeige es euch dann, wenn es gegessen ist, und dann sehen wir uns wieder daheim, Leute. Ich habe jetzt nichts mehr zu sagen. Hallo Flockel, ich habe gegessen. Ist leer, Spezi ist leer, Soße nicht. Ich gehe jetzt noch Pipi und dann fahren wir heim. Die Haselnuss schläft eh schon, schaut sie euch an. Tut sie nicht. Ja Leute, wir sehen uns dann wieder, wenn ich daheim bin. Heute gibt es hier keinen Isolatscheck mehr. Unfortunately, weil ich kein Isolat mehr habe. Bis gleich, ich muss pingeln. Yo Pieps, ich bin jetzt daheim. Es ist 20 nach 11. Und jetzt wird mein Vitamin C und mein Zink genommen. Jetzt zeige ich euch, was ich heute gegessen habe. 1915 Kalorien. 1 Kilo Brokkoli, 268 Gramm Eier, 1 Kilo Hühnchen, 589 Gramm Salatgurke und 293 Gramm Thunfisch im eigenen Saft ohne Öl. 51 Gramm Carbs, 45 Gramm Fett, 323 Gramm Eiweiß. Ich würde sagen, den Cheat Day bzw. die Food Challenge morgen habe ich mir mehr als verdient. Eigentlich dürfte ich ja noch 600 Kalorien essen, aber das tue ich jetzt nicht mehr, weil wenn ich dann anfange, was zu essen, dann werde ich mehr essen. Deshalb gibt es jetzt nur das. Und da. Ein bisschen Süßstoff rein drin, damit ich was Süßes habe. Ja, Leute. Es gibt nichts mehr zu sagen. Der Tag heute ist vorbei. War sehr erfolgreich. Ich habe keinen Hunger, obwohl ich 600 Kalorien weniger gegessen habe, als ich essen darf. Was mich echt wundert. Genau. Zwei Trainings, waren beide geil, habt ihr ja gesehen. Morgen gibt es Pullen in der Früh und danach wird gegessen. Und zwar Vollgas. Richtig geil. Genau Leute, schaut jetzt morgen wieder ein. Danke fürs Zuschauen. Schlaft's gut. Wir sehen uns im nächsten Video.
Haut rein und Peace.